Hallo und herzlich willkommen, liebe YogiTuber, zu einem neuen retromäßigen Deck-Unboxing-Video. Ja, heute mit dem fünften Structure-Deck schon des Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiels Warriors Triumph hier mit Guilford der Legende als titelgebendes Monster zu diesem wirklich tollen Deck, wo viele Hammerkarten ihren ersten Reprint bekommen haben. Und ja, auch dieses Deck besteht wieder wie immer aus 39 Commons, einer Ultra Rare, einer Spielunterlage und einer Spielanleitung. Und ja, dieser Reprint ist aus 2010 von Korea. Gut, dieses Deck ist am 25. Oktober 2005 erschienen, also praktisch die zweite, nein, sogar die dritte Welle schon der Structure Decks, denn danach kommt dann noch Spellcasters Judgment, was ich dann für euch nächste Woche unboxen werde. Und ja, ich würde sagen, machen wir das gute Stück mal auf. Was dieses Deck betrifft, kann ich euch sagen, dass kenne ich glücklicherweise wieder. Das hatte ich mir auch damals gekauft, weil es da, wie gesagt, erstmals viele gute Kriegermonster als Reprint gab und ja, es ein so groß und ganz ein echt tolles Deck war. Und ja, dann haben wir hier wieder als erstes wie immer das Regelbuch, aber wie gesagt, wir kennen das ja jetzt mittlerweile schon, muss man eigentlich wirklich nicht mehr viel sagen. Dann hier wieder die Spielunterlage, muss man auch nichts mehr dazu sagen. Und hier wieder, wie spiele ich dieses Deck, einen Spielführer sozusagen. Welche Kombos es gibt oder welche Kombos man mit diesem Deck am besten machen kann, um schnell das titelgebende Monster hier zu spielen. Und wie immer Infos zu verschiedenen Packs oder zu verschiedenen Einzelkarten. Ja, kennt man eigentlich alles schon. Und dann kommen wir auch schon gleich wieder zum Herzstück des Ganzen, wie ich das hier immer so gern nenne. Und zwar dem Deck. Es ist also auch wieder ein wirklich schönes Deck und ein schöner Reprint, wie ich finde. Und ja, hier haben wir auch schon das titelgebende Monster. Guilford, die Legende in Ultra Rare. Also sieht auch auf Koreanisch richtig nice aus. Also muss ich wirklich sagen. Dann haben wir hier als erstes die Krieger Lady der Einöde als erste Kammernkarte. Dann Dunkelklinge natürlich. Dann hier auch schon einen ersten Reprint, also einen ersten hammermäßigen Reprint natürlich. Und zwar die Goblin-Angriffstruppe. Die es ja damals nur in Feral Servant als Ultra Rare gab. Dann Gilfrid, der Eiserne Ritter, natürlich zweimal. Ja, hier ist dann auch der zweite Gilfrid. Dann auch die nächste hammermäßige Reprint-Karte zu der damaligen Zeit, die es ja nur in der Timbox gab. Gaia, Ritter des dunklen Windes. Und natürlich auch der ausgebildete keltische Wächter, der ja jetzt Wärter heißt, warum auch immer. Ich finde diese neue Namensumbenennung irgendwie total unnötig, aber ja, es weiß halt nur Konami. Hier haben wir dann auch den gebieterischen Ritter, auch eine Hammer-Reprint-Karte. Genauso wie der plündernde Hauptmann, ebenfalls zweimal in diesem tollen Deck. Also hier kann ich auf einen Blick im Großen und Ganzen bis auf zwei Karten nur Karten erkennen, die vorher alle Holo-Karten waren, angefangen von Super bis zu Secret. Hier haben wir die Truppen im Exil.
Dann die DD Kriegerin. Matazza der Zapper, auch eine gute Karte. Dann der mystische Schwerkämpfer Level 2. Und mystischer Schwerkämpfer Level 4. Dann wieder eine koreanische Besonderheit. Ninja, Maestro, Sasuke oder Sasuke, wie man es im Japanischen ausspricht. Dann natürlich Gilfried, der Schwertkämpfer. Also praktisch die wahre Gestalt von Gilfried, dem Eisernen Ritter. Dann der bewaffnete Samurai Benkei. Eine Anlehnung auf Minamoto, Yoshimitsu und so weiter. Und dann sind wir auch schon bei den Zauberkarten hier, die göttliche Schwertklinge. Und dann Schnappstreu. Der MST. Die Riesendrunade auch wieder dabei. Dann natürlich auch die Blitzklinge. Also man merkt auch schon, zwei Ausrüstungszauberkarten speziell für Krieger-Typ Monster, dann schwerer Sturm. Natürlich Verstärkung für die Armee zweimal, um ein 4-Sterne-Monster vom Typ Krieger aus dem Deck auf die Hand zu bekommen. Hier der lebendig heimkehrende Krieger, um ein Kriegermonster bzw. ein, ja, ein Monster vom Typ Krieger aus dem Friedhof auf die Hand zurückzubekommen. Dann Fusionsschwert. Mura Musa Klinge. Dann Wundenreißende Klinge. Fee der Quelle natürlich. Auch Nachladen ist hier wieder zweimal dabei. Dann erstmals die für damalige Zeit schwächere Form von Raigeki Blitzeinschlag. Denn Raigeki war ja zur damaligen Zeit verboten. Dann das Gegenstück zu den verräterischen Schwertern, die verbergende Schwerter. Befreiung, um Gilfried Eisenritter zum Gilfried den Schwertmeister umzuwandeln. Und natürlich zuletzt die Fallenkarten. Angefangen von Ruf der Gejagten natürlich. Dann die magische Störung. Königlicher Erlass, um alle anderen Fallenkarten zu unterbinden. Und zuletzt die Kettenexplosion. Ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsdecks damals gewesen, einfach weil es wirklich eine Menge Reprint-Karten hatte, die wirklich damals auch heiß begehrt waren. Wie gesagt, die Goblin-Angriffstruppe zum Beispiel, dann Geierritter des dunklen Windes, dann der ausgebildete kettische Wächter, dann der plündernde Hauptmann zweimal. Ja, und hat dann wieder so Standardkarten wie der MST zum Beispiel oder Verstärkung für die Armee. Das waren ja damals alles Super Rare Karten. Also es ist wirklich auch hier eine Menge geboten und die Strategie ist eigentlich auch echt top, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall ein tolles Deck. Und damit sind wir am Ende dieses kleinen, aber feinen retro-mäßigen Deck-Unboxing-Videos wieder angelangt, liebe YouTuber. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da oder auch ein Abo. Und wie immer, für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht auch gerne meine Facebook-Seite, damit ihr auch da rund um meinen Kanal und meine Yu-Gi-Oh! Projekte immer auf dem neuesten Stand seid. So wie meinen eBay-Kartenshop, wo ihr einige coole Karten zu fairen und günstigen Preisen bei mir kaufen könnt. Bis bald, euer Card Collector 116.